Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Produkttester. Wir gucken uns heute mal so einen Luftreiniger an, ja, für saubere Luft. Und ja, gleich geht's los. So, saubere Luft, Luftreiniger. Wir gucken uns mal an, was dabei rauskommt. Wir machen mal auf. Unboxing, ja. So. Ja. Überschaubarer Inhalt, aber muss ja nichts Schlechtes sein, deswegen. Alles klar. USB-Kabel. Das Tolle bei dem Gerät, ihr seht, ja, ihr seht nichts. Ihr seht keine Tasten, gar nichts, sondern alles mit einer Taste zu bedienen. Ich schließe mal an USB. Ach, während ich anschließe, genau, müsst ihr nicht unbedingt warten, sondern mein kleiner elektronischer Assistent, ja, ihr kennt ihn ja mittlerweile, der wird euch noch ganz kurz die Kurzfakten zu diesem Luftreiniger erklären. Und wenn er fertig ist, dann sehen wir uns hier wieder und dann gucken wir uns das Gerät an. Bis gleich. Hallo Leute, ich gebe euch jetzt die Kurzfakten zu unserem Luftreiniger. Der Hersteller nennt sich Rego Clioso. Der Luftreiniger ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet und kann somit gemäß Herstellerangaben bis zu 99,97% der in der Luft befindlichen Partikel entfernen. Mit dem Luftreiniger kann man effektiv Allergien mindern, Pollen reduzieren, Gerüche und Zigarettenrauch zum Beispiel entfernen. Das Gerät ist somit sehr gut geeignet für Allergiker und Raucher. Wir haben einen Wirkungsbereich von 360 Grad. Der Luftfilter ist geeignet für Räume von ca. 50 bis 70 Kubikmetern und hat einen Wirkungskreis von ca. 8 Metern. Im Normalbetrieb beträgt die Lautstärke ca. 50 Dezibel, im Schlafmodus dagegen ca. 30 Dezibel. Es gibt nur einen One-Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten. Das erste Drücken schaltet das Gerät ein, ein erneutes Drücken wechselt in den Schlafmodus und mit einem letzten Drücken schaltet das Gerät wieder aus. Der HEPA-Filter ist einfach zu wechseln und sollte alle 6 Monate erneuert werden. Das waren die Kurzfakten zu unserem Luftreiniger. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Gut, nachdem ihr die Fakten ja jetzt erhalten habt, die Kurzfakten, schauen wir uns das Gerät mal hier nochmal an. Ich habe es mittlerweile angeschlossen, das ist ganz normal USB-Anschluss. Hier gibt es auch eine Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienung ist ganz einfach. Hier oben ist eine Taste. Das war's schon. Ab dem Moment reinigt er eure Luft. Ja? Und er macht das so gut, dass er bis zu 99,97 in der Luft befindlichen Partikel rausfiltert, ja, das habe ich jetzt natürlich nicht wissenschaftlich nachgemessen, sondern das ist natürlich Herstellerangaben, ist schon klar, aber ihr habt ja auch in den Fakten gehört, für welche Raumgröße und so weiter geeignet ist. Was kann man noch machen? Also viel mehr ist es nicht. Hier unten seht ihr auch den Lüfter. Man merkt hier oben auch, dass quasi Luft wieder rauskommt. Also er nimmt die Luft und reinigt sie und gibt sie wieder ab. Ja, also ich habe hier einmal die Funktion der Normalbetrieb. Das heißt, es sind um die 50 Dezibel und das Licht ist einfach ganz normal an. Und dann gibt es noch den zweiten. Ihr hört das vielleicht mal ganz kurz. Das ist dann der Betrieb für die Nacht, dass das Licht sich dann quasi dimmt. Und ja. Und dann beim nächsten Tastendruck ist er dann wieder aus. Ja, für wen ist das? Allergiker? Meine Frau zum Beispiel hat echt Probleme gerade im Sommer mit Heuschnupfen und so weiter. Also ins Schlafzimmer stellen, anschalten, bringt auf jeden Fall was. Ich kann es euch nur bestätigen, dass ich einfach, wie soll ich sagen, in der Früh diese schweren Augen manchmal, wo sie so geschwollen sind oder einfach dieses Unwohlsein, hat sich nach dem Einsatz dieses Luftreinigers wirklich um einiges gebessert. Das kann ich euch nur sagen. Ob es jetzt hundertprozentig an dem Luftreiniger liegt, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich kann es euch nur sagen, seit wir das in Betrieb haben, ist bei uns die Luft von der Wahrnehmung her einfach angenehmer. Und ja, das war es eigentlich schon. Zum Sagen gibt es nicht viel. Es ist eine überschaubare Funktion. Einschalten, dann hat er quasi die volle Leistung. Zweiter Druck ist dann quasi diese Nachtfunktion, wo er dann quasi nachts durcharbeiten kann. Und ja, dann kann man auch wieder ausschalten. Und das war's eigentlich schon. Das Ding kostet so um die 40 Euro. Ich verlinke euch das Teil wieder in der Videobeschreibung.
Könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch das holt. Gibt aber auch in anderen Farben, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es jetzt in Weiß, weil Weiß einfach bei mir am besten passt. Das ist eine neutrale Farbe. Ja, mir bleibt zu sagen, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ja, natürlich danke ich euch, weil es mir riesigen Spaß macht, die Videos für euch zu produzieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, was ihr von diesem Luftfilter haltet. Habt ihr vielleicht auch welche im Einsatz? Welche würde mich sehr interessieren. Ich würde mich auch über ein Like freuen und natürlich auch riesig über ein Abo von meinem Kanal. Und vielleicht aktiviert ihr euch auch die Glocke, dann verpasst ihr nichts, wenn ich euch die nächsten Videos hochlade. Ihr wisst ja, jeden Mittwoch 16 Uhr ist unser Treffpunkt hier auf YouTube und da stelle ich euch wieder weitere Produkte vor, die mir einfach so, entweder ich mir selber kaufe, ich die einfach gut finde oder irgendwelche Freunde mir Bescheid geben. Mittlerweile ist das schon so ein bisschen so ein Thema, dass die einfach sagen, ich habe was gekauft, willst du es vorstellen und dann klappt das ganz gut. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, eine allergiefreie Zeit. Ich hoffe, dass das Produkt euch da ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr auch so ein bisschen Allergiker seid. Und bis zum nächsten Mal, sage ich, euer Thorsten. Ciao, ciao.